Auch wenn eine textgebundene Erörterung nicht so beliebt ist bei den Lehrern wie eine freie Erörterung, kann es trotzdem sein, dass es vorkommt, dass ihr gefragt werdet, als Hausaufgabe oder auch im Abi, eine textgebundene Erörterung abzuliefern. Und deswegen möchte ich euch das jetzt hier nochmal kurz, na, ein bisschen länger, genauer vor allen Dingen erklären. Eine textgebundene Erörterung, da habe ich immer eine Textvorlage. Upsa. Und zwar kann das eine Rede sein oder es kann ein längeres Zitat sein, es kann aber auch ein Zeitungsartikel sein. Da sind dem Lehrer keine Grenzen gesetzt. Diese Textvorlage, da ist es ganz wichtig, dass es von einem Autor verfasst ist. Klar, ich kriege kein Problem, sondern ich kriege einen Text. Und diese textgebundene Erörterung, das ist ganz wichtig, dass ihr euch das immer vor Augen haltet, geht immer vom Autor aus. Das ist nicht zuerst nicht eure eigene Meinung, sondern die des Autors. In dieser Textvorlage habe ich dann also eine strittige Frage, die in diesem Zitat oder im Zeitungsartikel oder so, weiß ich ja nicht, was ihr dann bekommt, die da behandelt wird, diese strittige Frage. Und wenn ich jetzt mich hinsetze und eine textgebundene Erörterung machen möchte, fange ich an, indem ich zuerst das Problem, dann mache ich meine Einzel, ich muss das Problem erkennen. In dieser Textvorlage, das ist schon mal so die erste Herausforderung, dass ich da das Problem erkenne. Und da ist es ganz wichtig, falls da was unklar ist, dass ihr die Begriffe erklärt. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man das nicht richtig verstanden hat, um was es da eigentlich geht. Also am Anfang muss ich für mich selber erstmal wissen, okay, worum geht es hier eigentlich, was ist das Problem, habe ich alle Begriffe verstanden, kann ich das vielleicht auch mit einbauen in meine Einleitung von der textgebundenen Erörterung. Da ist also ganz wichtig, um auch Themenverfehlungen zu vermeiden, dass ihr euch da sicher seid. Dann muss ich den Text erschließen. Das heißt, die wichtigsten Phrasen rausarbeiten. Ich schreibe mal Sätze, die Stichpunkte rausarbeiten und auch die, ja, das reicht, wichtigsten Sätze und die Stichpunkte, auch so die Ansichtsseiten des Textes, die diese strittige Frage behandeln, rausarbeiten. Und dann habe ich den Gedankengang vom Autor. Na, des Autors heißt es, sorry. Den Gedankengang des Autors. Wie kommt er, wie geht er an diese Frage ran? Wie kommt er zu dem Ergebnis, zu dem er letztendlich kommt? Das muss ich auf jeden Fall auch mir bewusst werden, wie das funktioniert. Und diese drei Sachen hier, na, was war das denn? Das ist aber eine ziemlich miese Klammer hier. Ich mache es nochmal. So. So. Das muss ich dann zusammenfassen. Schreibt mal hier weiter. Das, wenn ich das verstanden habe, diese drei Sachen, dann gebe ich das auch in meiner textgebundenen Erörterung zusammenfassend wieder, einfach um zu zeigen, dass ich es genau verstanden habe, worum es hier in dieser Textvorlage geht. Das Problem, ich erschließe mir den Text mit den wichtigsten Stichpunkten und ich folge dem Gedankengang des Autors. Wenn ich das gemacht habe, ich mache das jetzt nochmal weg hier, weil jetzt der nächste Punkt kommt. Wenn ich das gemacht habe, dann folgt dem Ganzen eine Auflistung. Ich mache gleich nochmal ein Video zu der genauen Gliederung, wie man jetzt das wirklich aufbaut. Das nur hier zum Verständnis, was genauso wichtig ist, weil wenn ihr nachher in der Klausur sitzt, habt ihr die Videos nicht an der Hand. Wo war ich? Nachdem ich den Gedankengang des Autors zusammenfassend wiedergegeben habe, den anderen Punkten 1 und 2, komme ich dann zu den Thesen und zu den Argumenten, die der Autor wieder benutzt, um seinen Standpunkt zu belegen. Und die muss ich dann auch wiedergeben. Es geht hier wieder nur um den Autor und nicht um meine eigene Meinung, sondern es geht um den Autor. Das ist ganz wichtig, dass ihr da nicht durcheinander kommt. Das gebe ich wieder in meiner Erörterung und erst danach habe ich eine Auseinandersetzung
mit dem, was der Autor da fabriziert hat. Also dann komme ich erst ins Spiel, ganz zum Schluss. Ich gebe also erst alles das wieder, was der Autor von dem Text, der mir vorliegt, produziert hat. Und dann erst am Ende kann ich mich damit auseinandersetzen, wenn ich alles das ganz, ganz klein akribisch wirklich auseinandergefriemelt habe und gezeigt habe, okay, ich habe es verstanden, um was es hier geht, das sind die Argumente, so belegt der Autor das. Und jetzt kann ich mich damit auseinandersetzen und kann meine eigene Stellungnahme beziehen und kann hier auch gerne noch weitere Beispiele anbringen, persönliche Erfahrungen oder so, das ist vollkommen in Ordnung. Meine Stellungnahme sollte ich aber auch wieder mit Argumenten stützen und da kommen die Beispiele natürlich dann auch sehr hilfreich zur Hilfe, dass ich halt Argumente sagen kann, das ist Bullshit, was der erzählt, der Autor, weil ich glaube oder weil ich weiß, dass das und das, weil das und das mal passiert ist oder so. Das ist jetzt ein bisschen schwammig, aber ich hoffe, ihr kriegt so die Idee von dem, was ich hier meine. Das nur kurz oder auch ein bisschen länger, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dazu, was eine textgebundene Erörterung eigentlich ist, um was es da geht. Es geht also um den Standpunkt des Autors und zum Schluss erst kann ich mich damit auseinandersetzen. Wichtig ist, bei der textgebundenen Erörterung geht es um den Standpunkt des Autors und nicht um meinen eigenen.